Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich nehme das nochmal ganz neu auf, weil meine Freunde haben sich beschwert, weil mein Mikro so scheiße ist. Eigentlich wollte ich es mit einem anderen Mikro aufnehmen, wo ich dachte, es wäre besser. Aber irgendwie ist es doch nicht besser. Und deswegen ist es jetzt wieder mein Headset-Mikro. Und ich hoffe, dass diese behinderten Fehler da weggehen. Deswegen nehme ich das jetzt. Ich nehme, glaube ich, wirklich nur 15 Minuten auf oder so. Und dann lasse ich das erstmal so und also lade das erstmal hoch und dann werden wir sehen. Also weiß ich jetzt schon, was passiert, glaube ich. Eventuell, vielleicht habe ich auch wieder vergessen. Ich bin froh eigentlich, dass ich es nochmal aufnehme. Macht Spaß, das Game. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ohne Spaß, ich hoffe wirklich, dass es jetzt besser wird. War da eigentlich gerade eine Ratte? Ich hab gesehen, ob das rübergelaufen ist. Ich muss mir echt ein Mikro kaufen, habe ich so das Gefühl. Ja. Lovely odor. I wish I'd left my nose at home today. Ah. Da tatsächlich nochmal lang. Oh, das muss ich euch vorlesen. Ich kenne die Story, glaube ich, nicht mehr. Aber ich lese das jetzt vor. So. Was ist denn das? Ja, jetzt habe ich schon alles. Was war denn das? Ich glaube das. Das war es nicht, Leute. Das war es nicht. Ich habe nichts gesehen. Okay. Die Kindheit des Wolfjungen, Teil 1. Beowulf war fast ein Jahr alt, als seine Geburt mit einer feierlichen Taufe zelebriert wurde. Die Bürger von Ulrika begrüßten das Kind als kleinen Prinzen, überschütteten ihn mit Geschenken und veranstalteten einen Festumzug durch Ulrikas Straßen. Ulfa, schwach und blass, war nur ein Schatten ihrer selbst, wie sie in der Kutsche saß, die ihren Sohn durch die Stadt fuhr. Es war nicht Ulfa, die den Helden der Stunde hielt. Die Krankenschwester war es. Ulfa warf kaum einen Blick auf den kleinen Jungen und winkte den versammelten Massen höflich und oberflächlich zu. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der traumatischen Geburt von Bibi. Und sollte ihr letzter bleiben. In den Folgejahren lebte Ulfa in Abgeschiedenheit in der Wolf-Villa. Die Bediensteten kümmerten sich um ihre Besorgungen und den Haushalt, während die Dame des Hauses ihre Tage in einem Schaukelstuhl am Fenster verbrachte, nach draußen starrend. Anton, ratlos, wie man seine Frau wieder aufleben lassen könnte, verbrachte Tag und Nacht in der Fabrik arbeitend. Das Unternehmen und die Stadt blühten, während seiner geliebten Gründer verwelkten. Da beide Eltern nur durch ihre Abwesenheit auffielen, wuchs der Wolfjunge bei den Bediensteten auf. Leider waren liebevolle Umarmungen und Schlaflieder nicht in ihrer Stellenbeschreibung enthalten. Zu niemandes Überraschung oder Interesse in diesem Fall entwickelte der junge Bibi einen schwierigen Charakter und ein Temperament, das unzählige Lennys und Lehrer verjagte. Die Angestellten wurden um sich seine Erziehung kümmern. Die Angestellten wurden um sich um seine Erziehung zu kümmern. Ja. So. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie ich so lange schon auf bin. Only creatures from hell could live in this kind of smell. And I thought I had a crappy place. Come on, you Pied Piper. I'm running out of patience. Time to show your face. Oh, weggekickt. An das, da muss ich ehrlich sagen, an das bin ich auch noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll.
Ich weiß ernsthaft nicht. Ich glaube, ja, man muss oben rum, aber irgendwie ist das nicht so. Und ich bin wieder hier. Oh nein! Ah, was mache ich denn? Inkompetenzi. Ich glaube, ich sollte mir echt mal ein Mikro kaufen. Ich weiß nicht mehr warum. Jetzt ist ja schon gespielt. Eigentlich hätte ich ganz von vorne anfangen müssen. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier rum musste. Au, au! Holding my own feet to the fire wasn't exactly what I had in mind. Natürlich, um das aufzumachen, aber... Doch, die gehen jetzt wieder runter. Ich vergessen, dass man hier auch rüberkommt. So. Ich hasse so Zeitdinger. Die sind mega anstrengend. Und du hast immer ein schlechtes Gefühl bei. Irgendwie will ich das da ja haben. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich hier gar nicht. Oh. Naja, dann lasse ich das einfach da. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Da kommt eine Ratte raus. Das wusste ich noch. Wenn ich letztes Mal nicht drauf reingefallen habe, habe ich gewundert, hey, was ist da passiert? Ugh, looks like Ulrika's having a bowel movement. Ich muss loskommen. Hab ich wieder dumm angestellt. Was für eine Kratze ist, ey. Ich glaube, es ist nicht das, was ich denke, was es ist. Ich weiß nicht mehr, wie man sich loslässt. Also das war jetzt dämlich. Ich habe das hier so gut gehandelt. Also so einmal, ja, okay. Gut gemacht, ja. Da habe ich nicht nachgedacht. Das Schlimme ist, ich habe das schon mal gespielt und kann mich nicht daran erinnern, dass das passiert. Really? Jetzt aber. Zu spät. Oh nein. Ah. Diese ständigen Wiederholungen, ne? Boah. Da hab sogar noch schlimmere Stellen in dem anderen. In meiner vorherigen Aufnahme. Da war das nicht mal die schlimmste. Ist halt so. Lol. Lol, was? Okay. Ja,
sieht voll behindert aus. Someone should really send a plumber down here. Ach, echt? Wir sind hier in der Kanalisation. Ich zweifle, dass der hier hin ist. Was war das denn? Ja, lol. Really? Was? Wie mies ist das denn? When father met my mother, it was love at first sight. Marriage soon followed with a handful of guests and a spit-roasted pig. Their future looked bright. Until one day, she didn't come home. On the table was a note, unpicking flowers in the woods. Another search notice in the paper, an insufferable tragedy for the Hoods. Wow. What? Geschummelt. Geschummelt. Ich versiege das Game. Oh Mann. Wenn ich lache, hört sich das in der Aufnahme immer richtig kacke an. Hab ich mir schon angehört. Oh, hat es ausgedrückt. Wegen da nichts ist. Und hier gibt es Plakat der vermissten Mädchen. Das habe ich vorhin schon gezeigt. Das war das hier. Ich habe hier das, wirklich das, was ich wollte. Ja, die kommt mir mega bekannt vor. Die gibt's. Ja. Krass. Ich komme tatsächlich jetzt noch zu dem Typen.